Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pineview Drive. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Hinweis, beziehungsweise auf der Suche nach dem nächsten Fotostück. Aber dazu müssten wir erstmal wieder einen neuen Schlüssel finden wahrscheinlich. Und dazu müssen wir wieder irgendwo hingeschickt werden. Haben immerhin noch halbes Leben. Nee, was war das denn? Hab immer noch halbes Leben, habe ich gerade gesagt. Manchmal ist es doch irgendwie zu unfair. So, beruhig dich. Zeit für einen neuen Tipp. Wo? Selbst wenn ich da jetzt wohnen würde, ich würde mich da immer noch verlaufen. Hä? Das war doch jetzt nur hell. Was soll denn der Quatsch? Super, und wenn wir jetzt nochmal den Clown irgendwo rumsitzen finden, dann sind wir tot. Dann können wir eigentlich besser. Warten, bis wir einen Tipp kriegen. Immerhin wissen wir dann, wo wir hin müssen. Ist das Regen? Ja, es ist Regen. Tipp, Tipp, Tipp. Ich hätte einen Tipp. Gerne. Wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwo den Clown sitzen, sehen, da habe ich ja irgendwie nie die Chance, überhaupt was gegen zu machen. Dann kriegen wir Schaden. Ist die Sache gelaufen. Obwohl wir haben wieder ein bisschen Leben dazugekriegt, oder? Durch das Rumlaufen vielleicht? Was ist das? Moment, das könnte irgendwas Farbverdünner oder so sein. Naja. So, Tipp, Tipp. Bitte. Geben Sie mir einen Tipp. Jetzt. Nicht nur 5. Zeit läuft. Ich habe den Clown noch nicht gefunden.
Das ist nicht gut. Da war's. Jetzt hat man es sehr deutlich gesehen. Die Person am Ende des Flures. Irgendwo in diesem Haus muss sich der Rest des Fotos befinden. Ja toll, irgendwo in diesem Haus muss sich der Rest des Fotos befinden. Das ist jetzt der Tipp. Hier haben wir das erste Stück gefunden. Super, dürfen wir jetzt jedes Zimmer. Da erschrecke ich mich jetzt aber nicht nochmal. Ne? Ja, gut. Irgendwo in diesem Haus. Ja, ist ja super. Das könnte ja überall sein. Ich glaube, dass wir diesen Tag jetzt nicht überleben werden. Er kriegt ja hier gleich einen Herzkasper. Durchsuchen. Liegen jetzt hier vielleicht an anderen Stellen mehr Teile rum. Wir laden nochmal nach. Jetzt richtig schön was sehen hier. Da waren wir gerade schon. Da sind wir gerade runtergekommen, oder? Also die Tipps sind jetzt natürlich echt scheiße. Von jetzt habe ich auch so langsam wieder komplett die Orientierung verloren. So, hier hatten wir geguckt. Da war nichts. Was besser im Dunkeln gucken, weil dann die benutzbaren Objekte hier so leuchten. Nee. Das war das Galeriezimmer so. Zwar ein bisschen Streichhölzer. Oh, wir haben noch drei Stück. Ui. Ja, ein bisschen Leben dazu gekriegt, ja. Irgendwo in diesem Haus. Macht es einem gerade nicht leicht. Schachzimmer.
Nee, nee, nee. Hallo? Warum? So. Wir sind ja gerade. Komischerweise Game Over gegangen. Obwohl ich nichts gesehen habe außer einen weißen Blitz. So. Der Tipp war, dass wir ein Foto finden müssen. Irgendwo hier. Irgendwo. Teil des Fotos. Das muss es sein. Ich brauche die anderen Teile. Jetzt geht es nur darum, Fotos zu finden. Mhm. Tag 47. Das ging jetzt mal sehr schnell. Das war bis jetzt mein schnellster Tag. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Und ich musste das ja so ein bisschen zusammenschnipseln. Ich weiß jetzt nicht, ob... Wir sind, glaube ich, knapp unter 15 Minuten, aber ist doch trotzdem ein guter Punkt, um Ende zu machen. Und ja, dann gucken wir uns im Tag 27 in der nächsten Folge an. Also, bis dann. Tschüss.